Dann einmal rüber. Wir haben ja aber gar keine Flaschenpost, wollte ich nur mal sagen. Ich habe noch keine Flaschenpost gefunden. Hm. Oh mein Gott. Nein. Nein. Ich hätte eigentlich vermutet, dass es eine gibt. Aber eventuell auch einfach nicht auf jeder Insel. Ich weiß auch nicht, wie viele Inseln es insgesamt gibt, ne? Ja, da kommen wir eh noch nicht rein. In den Club. Wo hat denn unser... Da hat er geparkt. Der gute Kapitän. So. Wir wollen nach Tourist Island. Okay. Ja. Sehr schön. Hallo. Du hast einen neuen Kern gefunden. Brienz im leuchtenden Podest. Wie immer, das machen wir. Hopp. Tada. Du hast einen weiteren Monumentkern gefunden. Jetzt fehlen nur noch zwei. Ich habe noch einen weiteren Reiseführer für dich. Ich glaube aber nicht, dass du auf Leisure Island einen Monumentkern finden wirst. Du bist nun auf dich allein gestellt. Was? Warum? Leisure Island. Neuer Reiseführer. Wir sind auf uns allein gestellt. Hm. Was auch immer er da, ja, jetzt dann damit sagen will, kriegen wir jetzt keine Hilfe mehr. Also ich meine, er hat uns ja eh jetzt nicht so großartig geholfen, oder? Was sagt denn Axel? Axel, ist ja noch was los? Hey, neue Fotos? Nee, tatsächlich nicht, aber ach, was könnte ich noch machen? Da muss ich auf jeden Fall noch Fotos machen vom anderen Monument. Aber ihr Lieben, ich mach mal kurz ein Päuschen. Bin gleich wieder da. So, ihr Lieben, weiter geht's. Also das Monument müssen wir noch fotografieren, ne, auf Santorin. Da habe ich irgendwie vorhin nicht dran gedacht und wir können dann auch noch nach Leisure Island. Ich würde jetzt gerne erstmal nach Santorin, um das noch zu erledigen. Und ja, danach können wir dann auch mal wieder eine neue Insel besuchen gehen. Das geht ja hier knall auf Fall jetzt tatsächlich, doch. Ich hoffe nur, dass wir da jetzt auch ein schönes Foto machen können. Aber werden wir sehen. Werden wir sehen jetzt hier. Und da sollte dann hoffentlich auch ein Name beistehen. Ja, sehr. Vielleicht nicht von der Perspektive. Ah. So, das sieht doch gut aus, oder? Na, also. Bitte auch in scharf. Jetzt. Knips. Sehr gut. Sacken wir gleich die Kohle ein bei Axel. Ach, und guckt mal, Mensch. Ist mir gerade wieder eingefallen. Die wollten doch hier einen Reiseführer sehen. Eine exotische. Also ich habe keine Ahnung, was uns hier auf Leisure Island erwartet. Aber vielleicht ist das ja das Passende. Das scheint mir nicht das Richtige zu sein. Hast du sonst noch Ideen? Nee, sorry, tut mir leid. Dann halt nicht. Wer nicht will, hat halt Pech. Vielleicht kriegen wir auf Leisure Island Klamotten. Wir wollen ja irgendwann schließlich noch im Club. Ab in den Club. Aber jetzt erstmal nochmal nach Tourist Island, das Foto präsentieren, Geld einsacken und dann geht's weiter. So, Axel, mein Kumpel. Schau dir das an. Ja, hier, neues Foto. Hä, tut mir leid, aber da sind keine neuen Monumentfotos dabei. Hier sind nochmal alle Fotos, die du mir bereits gegeben hast. Will er mich jetzt veräppeln? Ich habe doch ein Foto gemacht, oder nicht? Hä? Also ohne Witz, ich habe doch hier... Also ganz ehrlich, als ich das Foto gemacht habe, stand da auf einmal der Name nicht mehr bei? Was denn hier? Können wir das löschen? Das ist ja wirklich...
absolut unerhört. Ich würde gerne das Foto löschen. Da steht eigentlich X und... Ach, RT. Okay. Komm, der kann auch weg. Also... Habe ich das jetzt echt verkackt? Da stand doch CA drunter. Wir müssen da nochmal hin. Also es lässt mir jetzt keine Ruhe. Nein, komm, fahr los. Da stand doch CA. War ich gerade so im Fotowahn, dass ich das irgendwie vercheckt habe? Ich will es nicht ausschließen. Aber trotzdem. Komm. Da steht CA. Ah, ich glaube, ich habe so... ich habe zu doll rangezoomt. Also komm, jetzt steht's da. Ja, und jetzt haben wir nämlich auch ein Foto. Da steht CA drauf. Ist nicht das Schönste, aber... Naja. Passiert. Ja, komm, wir fahren wieder zurück. Unser coolen Schlauchboot hier. Axel, komm. Guck's dir an. Ob du willst oder nicht. Ja, ich habe ein neues Foto. Klasse Foto. Ich hoffe, ich bekomme noch mehr davon. Hier ist dein Geld. Oder wieder bezahlt. Ich muss da was testen. Mit Anlauf gegen den Automaten. Ach, schade. Es wäre halt zu cool, ne? Wirklich. Oh, mein Gott. Wenn man da jetzt Geld rausgekriegt hätte. Wie man das ja so kennt, ne? Man schlägt einfach ein paar Mal gegen so einen Automaten oder tritt gegen. Also würde ich nie machen. Würde ich nie machen. Und dann kommt auf einmal Geld raus. So, ja. Weiter geht's. Ab nach Leisure Island. Ich hab voll die Strandpromenade. Das ist so Shopping Island, oder was? Travel? Micro Arcade? Oh, und das Telefon klingelt. Hey, hier ist Axel vom Shop. Ich habe neue Ware bekommen. Schau doch mal vorbei. Axel, ganz ehrlich, ich war gerade da. Erzähl mir nichts vom Pferd. Cash to go. Ich denke, eine Spielhalle. Ah, nee, oder Geld zum Holen, ne? Also, so Bank oder sowas. Das sieht ja aus wie YouTube hier. Ich warte auf den nächsten Film. Der soll in 3D sein. Ach, das ist ein Kino. Now playing the tourist. Überraschung. Das überlassen wir jetzt unserer Fantasie, was wir hier sehen. Möchtest du eine Kinokarte kaufen oder brauchst du Informationen zu dem Film, der gerade läuft? Erstmal eine Info. Heute zeigen wir The Tourist, ein deutscher Kunstfilm. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich dir diesen Film wirklich empfehlen kann. Hallo? Wollt ihr Einnahmen oder nicht? Ah, hier ist schon eine Drohne. Ist halt wirklich typisch, ne? Moment mal, du musst erst eine Kinokarte kaufen. Wenn ich nur Popcorn möchte? Kennt ihr das? Wenn man einfach nur mal Bock auf richtiges Kinopopcorn hat? Da will man nicht in den Film. Man will einfach nur die Maxi-Tüte Popcorn. So. Hast du heute schon die Schlagzeile der Zeitung gelesen? Mann rennt mit dem Kopf durch eine Wand. Verrückt. Haben wir schon gemacht? Ich glaube, wir waren das. Aber das ist auf einer anderen Insel geschehen. Du brauchst Geld? Probier mal das Cash2Go. Ja, Car2Go, Cash2Go, alles das gleiche. Aha, können wir jetzt die Sachen irgendwie ankaufen lassen? Larry auf Leisure Island. Na, wisst ihr Bescheid? Komm wieder, wenn du mindestens 10 Diamanten hast. Dann können wir vielleicht ein Geschäft machen. Okay. Diamanten.
Wo kriegen wir Diamanten her? Mikro-Arcade. Bob. Hey, du Verlierer. Willst du etwa in die Spielhalle? Du hast gerade Verlierer genannt, du Verlierer? Ja, will ich. Du kommst bestimmt nur, um meine Highscores zu schlagen. Aber da hast du keine Chance. Pass auf, du Verlierer. Wenn du es wirklich schaffst, in allen Highscore-Listen der Mikro-Arcade die Nummer 1 zu werden, bekommst du mein ganzes Geld. GG easy, würde ich sagen, wa? Highscore-Jagd. Ja, komm. Wobei, Moment. Wir gucken uns erstmal noch um, was es hier so gibt. Ne? Ich will nicht gleich hier loslegen und dann verrenne ich mich wieder. Machen wir gleich. Reiseangebote. Möchtest du neue Orte sehen? Komm herein und schau dir die neuesten Reiseführer an. Du suchst neue Reiseführer? Dann geh doch hier ins Reisebüro. Und Plattenladen. Records. Geil, wir brauchen doch neue Platten für den DJ. Weil er es nicht selber schafft, hierher zu fahren. Aber wir können einfach mal wieder ein bisschen chillen. Unter der Palme. Jetzt ein Cocktail. Gallery. Ah, ey, das ist ein Museum. Oh, oder eine Galerie, eine Ausstellung, aber da ist bestimmt so ein Museumskurator drin. Du möchtest in die Galerie? Reine Zeitverschwendung. Die haben dort nur leere Bilderrahmen hängen. Okay. Kriegen wir vielleicht noch einen Auftrag? Hallo? Ich sehe da etwas in den Wellen glitzern, aber ich bin kein guter Schwimmer. Eine Flaschpost. Bevor ich die vergesse, nehme ich die lieber sofort mit. Top. 3 von 4. Bin ja gespannt, wo die uns hinführt. Vielleicht auf eine Schatzinsel. Sportlich, der junge Mann. Dieser Strandabschnitt ist für Sportler reserviert. Du mit deinem komischen Hemd passt hier nicht her. Ja, danke, Hans. Zug um Zug. Jetzt Klimmzüge hier, oder was? Oh, ich häng schon mal. Ich häng hier einfach schon mal ab. Oh, ist ja geil. Ja, Hans, das hast du übrigens davon. Ich wollte dir mal auf dem Kopf umspringen. Wir brauchen also ein anderes Hemd. Wir brauchen ein Sporty Dress. Das hier? Genieße das Leben auf Leisure Island. Aber hallo. So, sie hat erzählt, hier ist nichts los in der Galerie. Da ist unser Kapitän. Laufen wir noch kurz am Strand lang zu den Typen, die da auch so eine Drohne haben. Dewey. Quadcopter sind ein Riesenspaß. Möchtest du meinen Kurs mal abfliegen? Klar. Okay, fliege alle Markierungen in unter einer Minute ab. Bist du bereit? Wir haben also ein Minigame. Quadcopterin. So, geht's los? Ah, die Zeit läuft schon. Warum sagt mir das keiner? Die Zeit lief schon. Ich kriege das Ding hoch. Ach so, da steht ja aufsteigen. Ahaha. Okay, ja. Und wie kriege ich das wieder runter? Nach unten gucken? Nee. Ja, da habe ich ja jetzt schon hardcore verkackt, würde ich sagen. Da hätte ich schneller sein müssen. Da habe ich am Anfang irgendwie verpeilt. Noch? Ja. Wann ist denn dann? Drei. Ja, wir machen das gleich nochmal, ne? Ich habe das halt verpeilt, dass die Zeit schon läuft. Ja, nicht schlecht, aber ein paar Markierungen fehlen noch. Natürlich möchte ich nochmal. Der hat auch so ein cooles Shirt. Wir haben doch schon mal jemanden gesehen, der so ein cooles Shirt hat. So, los geht's. Eins. Und da hat man auch schon den Pfeil gesehen. Das ist natürlich praktisch. Ich drücke übrigens die B-Taste, um nach unten zu kommen. Ich versuche auch schon so ein bisschen Ausschau zu halten nach Diamanten, habe aber noch keine gesehen.
Hä, der hat doch da lang gezeigt, oder? Haben wir schon wieder... Oh Gott. Zeitproblem. Wann denn? Okay, das letzte ist da hinten. Dann kriegen wir es beim dritten Versuch hin, ne? Alle guten Dinge sind drei, das haben wir ja schon öfter mal gehört. Los geht's. Eins, hoch. So. Zwei. Na, komm. Dann hier im Hof. War das nicht jetzt hier schon auf dem Platz? Ja. So. Und Wasser. Und hier hinten. Pünktlich. Wir haben es geschafft. Du hast es geschafft. Ich wusste, du bist ein guter Pilot. Immer. Du kannst jederzeit nochmal fliegen. Sehr gut. Unser Sohn hat so viel Freude mit seinem Quadcopter. Da sagt mir der Papa was. Jetzt können wir uns überlegen, ne? Ab ins Kino oder in die Spielhalle. Oder in die Mülltonne. Ja, den können wir leider nicht sammeln. Schön durch den Hof schleichen. Na. Sehr gut. Ich versuche halt immer so ein bisschen drauf zu achten, ob hier so ein paar Münzen vergraben liegen. Vielleicht habe ich auch schon wieder was übersehen. Keine Ahnung. Das war jetzt gerade so ein bisschen auffälliger. Einfach mal abhängen. Jawohl. Aber ich wollte in die Spielhalle. Ein bisschen Spaß muss sein. Hallo, Lynn. Willkommen in der Micro Arcade oder Micro Arcade, nennen wir es mal Micro Arcade, ne? Möchtest du Münzen in Spielchips umtauschen? Wir gucken erstmal, was er uns noch so zu erzählen hat. Für die Spielautomaten benötigst du irgendwelche anderen Coins. Hier kannst du deine Münzen in genau diese Coins umtauschen. Ja, dann, ja. Hier ist unsere Preisliste. Kaufe 3, bezahle 1 Gold, 10 für 3 und 15 für 5. 15 für 5. Also, ne? So. Wir müssen in allen Spielen den Highscore knacken. Von Bob. Fast. Insert Coin. Machen wir. Ich bin gespannt. Oh, F-Zero. Jawollo. Habe ich natürlich mal wieder nicht auf die Gas-Taste gedrückt hier. Eieiei. Aber, Leute, ich werde euch alle überholen. Ist ja geil, ey. Wirklich richtig gut. Und habt ihr gesehen? Mir ist nichts passiert. Ist ja, ich bin ja auch in der Luft. Oh, nee, 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 nee. Bei F-Zero ist man wenigstens noch so schön explodiert. Aber erst dann, wenn man ja, seine Energie komplett verbraucht hat. Ja, ist das witzig. Nein! Oh Gott, ich stelle mich an. Eieiei. Oh. Das darf man gar keinem zeigen. Ihr seht das nicht. Timeout. New Highscore. Bob, Bob und You. Wir sind nicht so weit weg von Bob. Nochmal. 3, 2, 1. Geil. Da bin ich jetzt ja schon richtig begeistert. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Bob. Bob,
Ich weise dich in deine Schranken. Bei F-Zero hat man aber wenigstens noch die Strecke gesehen. So als kleine Karte. Oho, oho. Eieiei. Habe ich da gerade einen in der Luft weggehauen? Ich habe das Gefühl gehabt. Oh, nein, nein, nein. Ich schon wieder. Ah. 8 Sekunden noch. Wir brauchen mehr Punkte. Okay. Ich hätte jetzt gern so ein Turbo. Oh, ist das nice. Aber das hat nicht gereicht. Das hat nicht gereicht. Wir dürfen wahrscheinlich nicht einmal runterfallen. Nochmal. Also jetzt bitte, ohne irgendwo runterzufallen, schön on track bleiben. Und dann passt das hoffentlich. Die Musik ist halt auch geil, ne? Richtig cool gemacht. Muss man hier wirklich jeden möglichen Flugpunkt mitnehmen, damit man das halt dann auch hinkriegt? Das ist halt die Frage, ne? Oh nein, shit! Oh, fuck! Ich sollte weniger fluchen. Nein, nein, wir kriegen den Checkpoint nicht mehr. Na, das war ja schlecht. Okay. Wir versuchen mal ein anderes Spiel. Wir merken uns. Hier müssen wir noch ein bisschen üben. So. Okay.